Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute möchte ich ein Thema behandeln, was, glaube ich, vielen Leuten beschäftigt. Einer davon ist, warum fällt es mir schwer, meine Religion zu praktizieren? Warum fällt es mir schwer, es anzunehmen und danach zu handeln? Okay? Warum das so ist, es liegt immer daran, wie wir so sind, vom Charakter her, und wie wir erzogen worden sind. Okay. Nun, subhanallah, erstmal assalamu alaikum. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ba'd bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ich bin keine Da'iya. Ich bin auch keine Sheikh, ich bin gar nichts, ja. Ich habe nur Allgemeinwissen über meine Religion und das sollte auch so, das sollte auch ein bisschen jeder so sein. Ich will nicht lange reden, aber ich hoffe, inshallah ta'ala, dass ihr mich in diesem Video versteht. Ich habe erstmal, alhamdulillah, jetzt angefangen, Kopftuch zu tragen. Aus reiner Überzeugung. Und die Frage, warum fällt es mir schwer, Kopftuch zu tragen zum Beispiel, ist genauso die Frage, warum fällt es mir schwer, meine Religion zu praktizieren. Okay, warum, wenn ich Wörter aus dem Koran höre, kann ich das nicht so richtig annehmen? Warum muss ich dagegen kämpfen? Oder dagegen was sagen. Warum? Weil meine Nefs, beziehungsweise meine Psyche nicht, das nicht will, beziehungsweise meine Gelüste wollen das nicht, mein Ich will das nicht. Und ich will einfach nur frei sein. Und ich möchte nicht irgendwie, wie sage ich das? Ich will nicht irgendwie gefesselt sein. So fühlt man noch. Ja? Man ist nicht frei. Dabei hat dieses Problem eine ganz andere Ursache. Wir haben kein Problem mit dem Islam. Wir haben kein Problem mit der Religion. Wir haben auch kein Problem mit der Religion zu praktizieren. Ja? Wir haben ein Problem mit uns selbst, ja, und mit unserer Kultur. Aber das projiziert nur auf den Islam. Weil alles, was wir machen in unserer Kindheit, haben unsere Eltern immer zu uns gesagt, Eib, mach das nicht. Tu es nicht, es ist halb, es ist halb, es ist halb. So ungefähr. Warum fällt es mir schwer, meine Religion zu praktizieren? Guck mal, ich bin jetzt 30 Jahre alt geworden. Und mein Verstand, meine Psyche, mein Körper, mein Geist ist nicht wie vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Ich bin jetzt 30, nein, ich bin jetzt 31. Und 31 ist auch nochmal anders als 30. 31 bist du eine gestandene Frau. Man sollte auch viel im Jugendalter bzw. in der Pubertät viel erlebt haben, damit du wieder ein richtiger Mann wirst oder eine richtige Frau wirst. Man soll aber auch viel mit sich selbst Zeit verbringen, damit man weiß, wer man ist. Wenn ihr Angst habt, wenn ihr Sünden gemacht habt, wir haben alle Sünden gemacht. Niemand ist sündenfrei. Aber das Problem ist, bei uns in unserer Kultur ist es so, dass viele Eltern sagen, beziehungsweise bei uns darf kein Fehler gemacht werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Fehler gemacht. Aber in unsere Köpfe und unsere Kultur und unsere Elternköpfe heißt es immer, du darfst keinen Fehler machen. Und das ist das Entscheidende. Und das ist, warum wir so irritiert sind. Das ist der Grund, warum wir so irritiert sind. Wirklich, das ist echt der Grund, warum wir irritiert sind. Wir dürfen keinen Fehler machen. Subhanallah. Der zweite Grund ist, wir haben gar keinen Space, keinen Platz für unsere Gedanken, für unsere Gefühle. Ja?
Wir müssen für die Leute draußen perfekt sein. Und viele Leute machen das mit. Dabei haben die einen innerlichen Kampf. Warum muss ich die Leute gefallen, wenn ich kein Kopftuch trage? Trage ich kein Kopftuch. Ja. Warum muss ich beten? Okay, eine Sache muss man vorab sagen. Mach so viele Sünden, die du willst, aber bete. In der Salat al-Imaduddin, das Gebet oder Beten ist die Säule des Islams. Ne? Also bete. Bete, bete, bete und irgendwann wirst du, inshallah ta'ala, zum richtigen Weg kommen. Davon war jetzt abgesehen. Davon jetzt. Das ist jetzt abgehakt. Kopftuch tragen zum Beispiel oder halt mit schlechten Freunden immer abhängen und immer cool sein, lässig sein. Das alles hat eine Ursache und das heißt, du hast einen innerlichen Kampf. Eigentlich willst du zu Allah gehen, aber deine Psyche ist noch nicht rein. Du musst deine Psyche, deine Nefs filtern, damit du klarer die Welt siehst. So habe ich es auch gemacht jetzt. Wie habe ich ihr Kopftuch angezogen? 0, nix. Ich habe mir gedacht, Wardah, oder wie die Deutschen sagen, wie man meinen Namen auf Deutsch ausspricht, Wardah, was hast du denn für ein Problem mit dem Kopftuch? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Was hast du für ein Problem mit Kopftuch? Wissen und hast du es. Verstand und hast du es. Warum willst du es nicht machen? Und dann, subhanallah, ich habe gesagt, okay, keiner hat Garantie ja, fürs Leben, ja. Allahu a'lam, ob ich heute lebe oder ob ich morgen lebe. Deswegen lieber trag Kopftuch. Und das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und inshallah, möge Allah mir diesen Weg leicht machen, für immer. Und ich hoffe, das bleibt so. Deswegen. Auch Depressionen können dadurch entstehen. Depressionen, aber jetzt nicht diese extreme Depression, sondern diese leichte Depression, dieses leichte Enge in Brust, ja, diese leichte Unzufriedenheit, ja. Viele Leute haben aber auch eine richtige Depression, wo die wirklich das Leben auch nicht mehr genießen wollen und solche Sachen. Ich kenne auch solche Freunde, ja. Und ich sage denen immer wieder: Befreie dich von den Kulturen. Wirklich. Befreie dich von der Kultur. Befreie dich von all dem, was dich davon abhält, nicht klar zu denken. Das ist Kultur. Vor allem dieses Wort immer, du musst. Du bist Türke, du musst das machen. Du bist Somali, du musst das machen. Du bist Libanesin, du musst das machen. Du bist Irakerin, du musst das machen. Ich muss gar nichts machen. Allah hat mich frei erschaffen. Und nur weil unsere Eltern, subhanallah, nicht dieses Wissen haben, was wir so heute haben, heißt das nicht, dass wir die folgen müssen. Eigentlich, ich glaube fest daran, beziehungsweise ich habe es selber erlebt, wir können unsere Eltern erziehen. Aber vorher muss man uns selbst erzogen haben. Vorher müssen wir klare Gedanken haben. Vorher müssen wir wissen, warum wir so handeln, obwohl wir das nicht wollen, wie wir leben. Ich muss wissen, ich muss alle meine Handeln und meine Taten hinterfragen. Wieso mache ich das? Wieso tue ich das? Ich bin doch gerade unzufrieden dabei. Ja? Selbst Frauen, es gibt Frauen, die heiraten oder Jungs, die heiraten, weil die meinen, ich muss heiraten und ich muss auf meine Eltern hören. Wenn deine Eltern sagen, spring mal von der Klippe, springst du auch? Natürlich nicht. Weil jetzt kommt diese Story von, dieser Rissa von, die Geschichte von Ibrahim a.s., wo er zu Ismail a.s. gesagt hat, Allah hat mir befohlen, dich zu schlachten. Er ist ein Prophet. Deine Eltern sind keine Propheten. Deswegen, du bist erwachsen, du bist reif, du lebst in einem Land, wo du das Falsche und das Richtige siehst. Du bist in einem freies Land. Was heißt ein freies Land? Freies Land heißt, das Land, wo ich lebe, unterdrückt mich nicht. Sondern das Land, wo ich lebe, gibt mir Freiraum zum Nachdenken, gibt mir Freiraum, mich zu entfalten. Vor allem was entfalten? Meine Persönlichkeit, meine Gedanken. Ja? Gedanken kann man. Allah bestraft mich nicht für Gedanken. Nein, Allah bestraft mich für Taten, die ich gesagt habe, die ich gemacht habe, meine ich. Und für böse Wörter, die ich gesagt habe.
Okay, jedes Wort wird auch geschrieben, aber deswegen müssen wir unsere Wörter auch bewusst auswählen. Ich rede gerade jetzt so durcheinander. Ich hoffe, ihr versteht, worum es geht. Es ist immer noch, ich sage immer noch Gründe und Lösungen zugleich, warum wir nicht so sind, wie wir sein könnten, warum wir den Islam nicht praktizieren könnten. Ja, das sind so Gedanken und Sachen, die ich selber gefühlt habe, als ich jung war. Und ich glaube, viele Leute können sich damit identifizieren. Ja. Als erstes habe ich gesagt, wir haben keinen Freiraum zum Nachdenken, weil wir gefangen sind. Und wenn wir gefangen sind, können wir nicht nachdenken und können wir nicht uns selbst sein. Ich kann nicht ich selbst sein, wenn ich gefangen bin in einer Kultur. Da muss ich nach dieser Kultur gehen, ob ich will oder nicht will. Aber jetzt kommt die Frage, bist du damit glücklich? Auch wenn diese Kultur für dich nicht Sinn macht oder logisch ist? Übrigens, ich bin zum Beispiel nicht in Somalia aufgewachsen. Oder ich war noch nie in Somalia. Ja? Von Arabien nach Deutschland direkt. Dann kommt dann die somalische Kultur nach Deutschland, ja, wo ich die Jahre sowieso nie gesehen habe in Abu Dhabi. Dann kommen die nach Deutschland. Warum? Weil wir Europa leben. Weil wir in einem Land leben, die nicht Muslime sind. Da muss man aufpassen um solche Sachen. Ein Rat zu jeder Mutter und zu jedem Vater: Erziehe deine Kinder nur islamisch. Du brauchst keine Kultur. Die Kultur ist gut. Essensarten, Kleidung, gewisse Sachen, ja. Aber was Moral anbelangt und was Nefs anbelangt, da ist Islam, glaube ich, am sichersten. Warum? Weil Islam hat mit meiner Biologie zu tun, mit meinen Eigenschaften zu tun. Wenn ich eine Frau bin, passt perfekt. Wenn ich ein Mann bin, passt perfekt. Wenn es um die Umwelt geht, passt perfekt. Okay? Das sind die Regeln, diese Dunja. Wir wurden erschaffen, wir wurden aber auch mit Regeln erschaffen. Und wir haben auch die Wahl, diese Regeln anzunehmen oder nicht anzunehmen. Es ist sehr simpel. Ja? Es gibt keinen Zwang. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Und wenn so unsere Eltern sowas sagen, da sagst du auch innerlich, ich muss gar nichts. Und dann sagst du ganz lieb, okay Mama, okay Papa, ich verstehe, ja, aber ich verstehe, aber ich bin jetzt erwachsen geworden. Unsere Eltern sind aber auch sehr sensibel, muss man auch sagen. Generell im arabischen Raum oder somalischen Raum, da ist kein Raum für Logik, muss ich sagen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir leiden. Wir sind zu emotional unterwegs. Emotionen hier. Wegen Emotionen sind wir nett zu den Menschen, ja, damit die Leute nicht über mich reden. Ja. Wir sind nicht reif, Emotionen. Und mental sind wir auch nicht reif. Und wir müssen damit klarkommen. Wir gehen jetzt, wir müssen, we are dealing with those people. Yani wir gehen mit Menschen um, ja, die sehr, sehr in deren Traditionen gefangen sind. Und wenn die älter werden, ist es so schwierig, mit denen umzugehen. Es ist traurig. Und es ist traurig und viele von uns leiden darunter. Ja, viele von uns leiden darunter. Unsere Eltern verstehen uns nicht, die wollen nicht verstehen, die wollen einfach nur so leben, wie die damals gelebt haben. Und das geht nicht. Das geht nicht. Warum? Weil aus mir soll eine gestandene Frau werden. Aus mir soll eine Mama werden. Eine Mama, die psychisch, geistig, auch eine Frau, ne, stabil ist. Ja, aus mir soll eine selbstbewusste Frau werden. Aus mir soll eine Frau werden, die ihre Psyche und ihre Emotionen teilweise irgendwie im Griff hat. Irgendwie im Griff hat. Ja. Die auch ihre Handlungen versteht. Ja? Wenn ich meine Kinder erziehe, ich habe ja gar keine Kinder, möge mir Allah mir Kinder geben und einen guten Ehemann schenken, geben, inshallah. Wenn ich irgendwann mal heirate und auch inshallah dann Kinder bekomme, möchte ich eine gesunde innere Mitte haben. Ja, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Wir sind Allah subhanahu wa ta'ala, hat uns
eine ausgeglichene Oma gemacht. Ja. Und wie ich im letzten Video auch schon gesagt habe, in jedem Menschen steckt gute Eigenschaften und auch schlechte Eigenschaften. Mal eine mehr oder weniger. Aber mit gewissem Training, ja, kommst du zu dir selbst. Das Erste, was du machen sollst, ist, verbringe viel Zeit mit dir und denke viel über dich nach. Ja, und reflektiere so mal dein Leben und auch deine Kindheit, weil das spielt eine große Rolle. Wenn, nachdem du das gemacht hast, akzeptiere es. Fange nicht an, gegen deine Natur bzw. gegen deine Kultur anzukämpfen und sagen, ich hasse meine Kultur, ich hasse die. Nein, nimm die an, weil du kannst nichts machen. Und hassen ist ein Wort, was nicht gut ist. Hassen ist ein Gefühl, der die Menschen auch Leiden zufügt. Generell, schlechte Gefühle sind nicht gut, deswegen solltest du eigentlich Dinge entweder akzeptieren und wenn du es kannst, ändern. Das war's. Nimm's an und ändere es, wenn es dich belastet und wenn andere belastet. Sehr einfach ist das. Ich sage nicht, dass es schnell geht und ich sage nicht, dass es leicht wird. Ist ein Weg bis dahin. Aber du musst irgendwann anfangen mit diesem Weg. Ja, fang an, über Allah subhanahu wa ta'ala Schöpfer nachzudenken, über dein Leben nachzudenken. Schau die Menschen an, mit denen du immer zu tun hast. Ja, sei es auf der Arbeit, Familie. Beobachte die einfach mal und nimm erstmal die Gedanken auf. Ja, lerne, wie man die Psyche, die Nafs erzieht. Denn das haben wir nicht gelernt. Das haben wir nicht gelernt und deswegen sind wir irritiert, depressiv, launisch, aggressiv, ja, fühlen uns nicht verstanden, können unsere Nefs und unsere Ich nicht vertreten, ja. Deswegen haben viele, viele Menschen auch einen sehr niedrigen Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, um das kurz zu erwähnen, hat nicht viel mit Lautstärke zu tun. Nein, Selbstbewusstsein heißt, ich bin ich, akzeptiere mich so, wie ich bin. Und wenn du etwas gegen mich hast, ja, dann ist es nicht schlimm. Ja, weil ich muss nicht jeden Menschen zufrieden machen. Es interessiert mich nicht. Nummer eins. Nummer zwei, ich muss aber meine Ich verteidigen. Irgendwie. In einem Blick, in einem Seufzer, in einem Wort. Irgendwie muss ich meine Ich verteidigen. Wenn jemand etwas gegen mich sagt, ja, über mich sagt, über mich ist es schlimm, da sagst du, Alhamdulillah, gut, ich habe Hasanat. Aber wenn jemand dich kritisiert, vor allem unbewusst kritisiert, und es gibt so viele Menschen, die unsensibel sind und auch, subhanallah, kein Wissen haben, ne, und auch so, lalala, ne, leben, ohne Ziel leben, sagen wir mal so, und die wollen einem immer runter machen und kritisieren, ob die Kopftuch trägt, ob die nicht Kopftuch trägt. Die, die Kopftuch trägt, die ist immer liberal unterwegs, ne? Oder die hat irgendwelche Störungen. Oder die ist einfach nur nicht interessiert, ja. Also ich habe nur solche Leute wirklich gesehen, ne? Oder die sind einfach normal und also nichts gegen die, die Kopftuch tragen, ne? Die gar kein Kopftuch tragen. Aber ich meine, viele, viele sind einfach, auch viele Jungs, warum sage ich überhaupt Mädchen? Es gibt viele Menschen, sowohl Frauen und auch Männer, die wollen immer einen verletzen. Ja, die wollen einen verletzen. Es gibt auch viele Dean-Leute, beziehungsweise Jungs, die sehr impulsiv sind und sehr wirklich islamische Eifersucht haben. Ja, und sehr brutal rüberkommen und sehr aggressiv und impulsiv rüberkommen. Ja, die wollen damit irgendwie den Islam, den Islam in deren Augen wollen die das Richtige tun. Okay, ihr tut das Richtige, aber euer Wortwahl spielt eine wichtige Rolle. Euer Wortwahl spielt eine richtige Rolle. Und dafür braucht man generell, wenn man den Islam verbreiten möchte, muss man gewisse Geduld, Weisheit und Verständnis haben. Das geht, wenn man das die drei nicht hat oder noch andere gute Eigenschaften, dann kannst du den Islam nicht auch weitergeben. Ja, deswegen. Allah subhanahu wa ta'ala zu Muhammad gesagt, wenn du
so, was ich so gerade beschrieben habe, wenn du so aggressiv und impulsiv wärst, dann sind die alle von dir weggegangen oder abgehauen. Keiner nimmt an, ich persönlich nehme es auch nicht von niemandem was an, der brutal rüberkommt. Ich mir denke erstmal, warum ist dein Ton so laut? Ja, warum schreist du? Kannst du nicht leiser sprechen? Und jemand, der so impulsiv sowieso redet, das ist der Spiegel von dem Inneren. Ja, seine Nerven ist nicht ausgeglichen. Vorab, ja. Der ist nicht reif. Der weiß gar nicht, wie man mit dem Gegenüber umgeht. Ja, auch wenn der Gegenüber provoziert, indirekt provoziert oder komische Fragen stellt oder in deren Augen Jahil-Fragen oder unwissende Fragen, dann reagieren die so aggressiv, wo ich mir denke, halt die Bubble und lass mich weiter. Ich blockiere einfach. Das macht, glaube ich, jeder. Nummer eins. Nummer zwei, was ich sagen wollte zu den Menschen, die einem kritisieren, egal ob du Kopftuch trägst oder nicht Kopftuch trägst, ja, das war jetzt nicht die Sache gewesen. Es gibt leider Menschen, die entweder sehr, sehr fahrlässig mit Islam umgehen oder sehr, sehr streng mit dem Islam umgehen. Und das nehme ich nicht persönlich. Solche Menschen nehme ich nicht persönlich, weil die Nefs ist nicht ausgeglichen. Man muss immer auf die Psyche achten. Immer. Und reg dich nie auf über Verhalten anderer. Niemals. Und hab 70 Ausreden für die Menschen. Ganz einfach. Aber wenn du dich provozieren lässt und du gehst immer auf Wörter anderer immer ein und bist paranoid unterwegs, sagen wir mal so, ja, oder du denkst über diese Wörter sehr oft nach, dann heißt es, du lässt es zu, dass die Menschen mit dir so umgehen. Ob deine Mama, ob dein Vater, ob deine Geschwister, ob deine Freunde, ob die Leute, deine Arbeitskollegen, egal wer. Lässt es nicht zu, dass jemand dein Dich, dein großes Ich, ja, deine Nefs anfasst oder berührt. Da ist eine Linie. Eine Linie, die niemand überschreiten darf. Okay? Da ist eine Linie, die niemand auf dieser Welt überschreiten darf. Du musst Würde haben. Würde heißt nicht Arroganz, nein. Würde heißt, kratze nicht meine Persönlichkeit. Würde heißt, kratze nicht meine Gedanken, mach dich nicht lächerlich über mich, ja, zieh mich nicht runter. Ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-udwan. Wir sind Menschen oder Muslime, wir müssen uns gegenseitig helfen. Die ganze Zeit. Ich muss aus dir machen ein besserer Muslim, du machst aus mir ein besserer Muslim. So simpel ist das. Und das wird niemals passieren, solange wir eine unreine Psyche haben, wenn wir eine belastete, überfüllte, schwache, kranke Nefs oder Psyche haben. Kranke, schwache meine ich damit, ja, ich bin nicht ich. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schreibt unten, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke. Damit ihr keine Videos mehr verpasst und schreibt mich dann inshallah an hier in YouTube oder in Instagram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.